Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 17. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich angefangen habe, mich für die Version 17 zu interessieren, habe ich mir aufmerksam durchgelesen, was ist neu im PowerDirector. Und hier werden ganz schön viele Versprechen gemacht und ich möchte sie überprüfen, passt es oder passt es nicht. Und heute gucke ich mir den verbesserten Titeldesigner an. Und das hat mich neugierig gemacht, gerade hier mit diesen Flammen. Und hier steht noch schnellere Bearbeitung mit Vorschau auf dem Bildschirm, Unterstützung von Hintergrundobjekten und animierten Text-Text-Effekten. Cool. Was auch immer das ist. Ah, bestimmt nur ein Tippfehler. Sind wir mal nicht so kleinlich. Wir schalten um in unser Programm. Ich habe mir hier schon mal was, ein Bild, eine JPEG-Datei, schon mal hier in die Timeline gelegt. Dann gehen wir hier auf Text, Titelraum und dann sehen wir hier quasi alle Inhalte. Mich hat ja die Flamme interessiert, also gebe ich als erstes mal Fire ein. Na, hat er nicht gemacht. Fire, da kommt nichts. Dann gebe ich mal Feuer ein, da kommt auch nichts. Und als letztes gebe ich mal Flamme ein und jawohl, da ist es. Sieht schon irgendwie ganz cool aus. Also gefällt mir, ob das jetzt natürlich für das Bild jetzt wirklich was ist, sei mal dahingestellt, aber hier mit dem schwarzen Hintergrund sieht die Flamme schon mal ganz nett aus. Ich mache einen Doppelklick drauf. Es öffnet sich der Titeldesigner. Wir gucken uns das mal hier an. Ist ja klar, dass das ein transparenter Hintergrund jetzt hier ist und die Flamme brennt so vor sich hin. Irgendwie eine ganz coole Nummer. Hier können wir unseren Text ändern. Geben wir mal einen neuen ein. Fire, Ice and Dynamite. Machen den ein bisschen kleiner. Und schauen uns den mal in der Vorschau an. Ja. Ist jetzt kein Hexenwerk gewesen, dafür brauchst du kein neues Tutorial. Vollkommen richtig. Ich gehe auf OK. Und jetzt fragt er mich erstmal als Vorlage speichern, weil ich habe was verändert. Jawohl, das ist eine gute Idee, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich diesen Effekt öfters benutze. Und nenne den auch Fire, Ice and Dynamite. So. Dann befindet sich unter Benutzer definiert eigentlich, da ist er. Und jetzt habt ihr gesehen, ich musste erst hier das Stichwort wegmachen, damit das neutral ist, damit Fire, Ice and Dynamite als mein benutzerdefinierte Textvorlage auch tatsächlich erscheint. Ich ziehe sie einfach runter. Sie ist auf 10 Sekunden Dauer eingestellt. Ihr wisst ja, in den Voreinstellungen kann ich das natürlich ändern. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Da muss ich auch gucken. Nein, hier ist es nicht. Bearbeitung. Das hätte ich ja gleich wissen können. Und da sehe ich hier Titel 10 Sekunden. Standardmäßig eingestellt. Alles klar, das passt jetzt auch erstmal soweit. Wir gucken uns das mal mit dem Bild an. Jo, passt natürlich jetzt zu dem Bild hinten und vorne nicht. Als Beispiel funktioniert es. Jetzt habe ich aber Lust, das hier zu bearbeiten. Und jetzt möchte ich euch die erste kleine Falle aufzeigen. Ihr seid es ja gewöhnt, nehmt den Text. Die Auswahl hat sich hier zu dieser Form mit den vier Pfeilen gemacht. Ihr bewegt es hier hin. Klar ist der Text jetzt da oben, aber was sind denn das hier für Punkte? Ganz merkwürdige Punkte. Ich kann sie nicht anklicken. Und das finde ich sehr strange. Ich sehe auch hier, erst wenn ich hier reingehe, und da muss ich in dem erweiterten Modus sein, wenn ich in der Basis bin, dann würde mir das nie auffallen, was das ist. Und das finde ich, naja, ganz ehrlich, also, wenn ich sowas mache, nämlich das ist Text, der brennt, ich kann den Text verändern, indem ich ein neues Wort eingebe,
Aber hier das, das kann ich nicht verschieben und das ist auch nicht gruppierbar und nichts. Und das finde ich jetzt raus, wenn es erweitert ist und dann stelle ich fest, das ist ein Partikel. So, und jetzt sehe ich hier letztendlich die Objekteigenschaften. Jetzt denke ich mir, cool, das ist ja hier markiert. Pech gehabt, ich kann es immer noch nicht verschieben. Also hier klicke ich es wirklich jetzt mehrfach an, wirklich markiert und ich kriege es nicht hin. Ein Auswahlrahmen ziehe ich drumherum, es funktioniert nicht. Jetzt werde ich, Spark heißt dieser Effekt immerhin, das ist ja schön, dass mir das mal angezeigt wird. Jetzt mache ich mal einen Doppelklick drauf, auch dann passiert es nicht. Jetzt mache ich einen Doppelklick drauf und es öffnet sich letztendlich irgendwas, was auch immer das hier ist. Wir gehen mal auf Entfernen. Aber Sparky kann ich hier nicht. Ich kann das nur wegmachen mit dem Haken. Und das finde ich echt schade, dass ich es nicht schaffe, diesen Partikeleffekt hier letztendlich zu bewegen. Ich kann natürlich sagen, Partikel einfügen. Dann habe ich aber den nächsten Partikeleffekt, den ich einfüge. Und jetzt wissen wir ja, Spark kann ich vielleicht hier auch keine Inhalte. Ich gehe mal auf die Tastatur und gebe mal Spark ein. Nein, dann hoffen wir mal, dass es hier alphabetisch sortiert ist. Das scheint es zu sein. Aber Spark finde ich leider hier nicht. Schade, weil er wird ja Spark hier benannt und hier finde ich ihn nicht. Wir gucken nochmal. Leider nicht und ich schaffe es nicht, diesen Effekt hier in irgendeiner Form, ich gehe mal auch auf die Hand, hier kann ich immer nur einen neuen Text eingeben. Aber ich habe irgendwie keine Chance, diesen Partikeleffekt anzuklicken und ihn zu bewegen. Gehen auch mal hier drauf und ihr seht schon immer, er springt immer wieder weg. So, jetzt habe ich mehrfach da drauf geklickt, also wirklich wie so ein Wahnsinniger. Und jetzt habe ich diesen Partikeleffekt endlich mal erreicht. Und schiebe ihn jetzt einfach mal hier hin, weil ich der Meinung bin, grob muss es ja gepasst haben. So, jetzt sehe ich hier diesen Partikeleffekt. Klar, das passt. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, ob ich das so hingeschoben habe, wie es passt. Ihr seht, hier habe ich einen Partikeleffekt angeklickt. Ihr seht nochmal hier, wir machen das mal kleiner. So, Spark ist hier oben jetzt, das sieht man, und Spark ist hier unten, aber nicht so, wie ich das brauche. Und wenn ich es jetzt wegmache, ist Spark beidseitig weg. Wir klicken nochmal hier rein und ich klicke hier nochmal vermehrt rein und hier nochmal, dann kommt wieder was. Und jetzt gucken wir mal, hier habe ich nochmal den Partikeleffekt. Warum ich auch immer zwei habe, klar, sie haben es gedoppelt. Ich gehe wieder dorthin, gehe auf zurück. Der Partikeleffekt ist jetzt hier hochgekommen, aber ihr seht schon, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, das zu steuern. Und da muss ich sagen, schade, Idee gut mit den Flammen, aber Umsetzung echt schwach. Wir gehen mal auf Abbrechen, nein, ich möchte es gar nicht speichern, weil die Flammen haben mich echt interessiert und leider ist es dann doch nicht so der erwünschte Erfolg, wie ich mir das erhofft habe, weil ich kann es nicht richtig steuern. Naja, so viel zum Titeldesigner. Ich wollte nicht alles schlecht reden, um Gottes Willen. Hier gibt es genug Effekte, die man auswählen kann. Wenn sie einem gefallen, fügt sie ein, macht sie zu euren Projekten. An dieser Stelle nur der Hinweis, wenn ihr so richtige Kinoblockbuster euch anguckt, dann werdet ihr solche Effekte dort in der Regel nicht finden. Herr der Ringe, wie sie auch immer alle heißen. Ich glaube nicht, dass Herr der Ringe so einen Titeleffekt haben wollte. Von daher
viel Spielerei. Da würde ich doch lieber ganz einfach hier mit dem Titeldesigner einen Standardtitel, eine gute Schrift aussuchen, die passt, und würde in einem kurzen, knackigen Titel meinem Zuschauer das sagen, was ich ihm über den Titel auch wirklich sagen will. Alles klar, das war's zum Thema Titeldesigner. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Ich schaue mir weitere Funktionen der Version 17 an und werde mit euch zusammen diese beurteilen. Vielen Dank, bis dann, tschüss.